Die Damen und Herren, hier steht das Luftschiff vom Flügelmuseum auf der Sink, auf dem See, im Anflug in wenigen Sekunden vor uns. Wir gehen jetzt die hinteren zwei, die vorne links und rechts aussen sind, und gehen die Kolonne hintereinander. Vielleicht haben Sie es gehört, das war der Befehl von Leiter. Sie sollen wechseln. Jetzt der P3 ist durchgegangen, hinter der Rote und der Orange geht ganz hinter als Letzte. Das ist der. Jetzt hat es den Weg gegeben, einen Wechsel. Und Sie sehen, Sie gehen aufsplitten. Drei gehen nach links, machen den Kreis weiter. Und die anderen vier bleiben durch die Formation. Das vierte geben einen Vollkreis links. Also, wir werden schauen. Was der Film drin ausgemacht hat, je schneller kommen Sie wieder hinten an. Es geht sehr gut auf. Sie treffen sich wieder mit dem Verband zusammen. Er hat sehr gut korrigiert, den hinteren Verband. Er muss ein bisschen überschiessen und jetzt ist er wieder dran. Sie sehen, der letzte Flieger, der ist die Kurve Innenseite zu langsam geworden, darum hat er schnell müssen auf die Aussenseite, wo er mehr Geschwindigkeit kann fliegen kann. Schauen wir, was die restlichen Sensflugzeuge alles zeigen. Die Sensflugzeuge haben jetzt ein bisschen ausgeholt gegen den Wind und kommen eigentlich mit dem Rückenwind zu uns und präsentieren ein Abverschlaufen hintereinander vor uns in dieser schönen Bucht von Arbon. Jetzt kriegt das erste Flugzeug ab. Und jetzt zweite, dritte, vierte und fünfte und das letzte noch der P7. Zum da in der Bucht hinein, sogenannter Katena, den Namen abgeben. Grosse Geschwindigkeit, die muss er jetzt wieder vernichten, mit Abbremsen und mit Flugweg machen, weil jetzt muss er sich auf seine Minimalgeschwindigkeit reduzieren, die er eigentlich hätte zum Landen. Perfekt, sind die Formation wie geplant.
Bambini, die Mutter im Auftrieb, es war perfekt und wir haben alle Riesen beitragen.